Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Kennt ihr das noch? Das ist ein Spiel, was wir früher immer gespielt haben, hauptsächlich, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Wir hatten keine Switch. Auf jeden Fall sagt der eine, ich packe meinen Koffer und nehme mit und sagt dann einen Artikel. Zahnbürste. Dann muss der nächste den Artikel nennen und noch was hinzufügen. Ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Zahnbürste, ein Buch. Und das ging immer so weiter, wurde dann immer schwerer. Irgendwann hat dann einer gesagt, ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Zahnbürste, ein Buch und meine Terminbestätigung vom Otorhinolaryngologen. Übelst nerviges Spiel. Die Eltern haben sich immer gefreut, wenn man das auf der Rückbank gespielt hat. Aber warum erzähle ich euch das? Und zwar, weil ich in den Urlaub fahre. Genau genommen, wenn ihr dieses Video hier seht, dann bin ich schon am Plauzebräunen an irgendeinem Pool. Und jetzt packe ich gerade meinen Koffer und ich eskaliere da immer ein bisschen. Also ich nehme sehr, sehr viel Zeug mit. Das hat aber den Grund, dass ich nicht so der Pool-Liege-Typ bin, auch wenn ich nicht so ausschaue. Ich bin im Urlaub fast aktiver wie daheim. Ich bin da sehr viel unterwegs. Ich schaue mir Sehenswürdigkeiten an, ich besuche bestimmte Orte. Ich mache wahnsinnig viele Fotos und Videos. Und da brauche ich natürlich mein Equipment, was ich jetzt gerade einpacke. Und ich dachte, vielleicht ist es für euch ja interessant, wenn ich euch mal zeige, was ich denn so einpacke und kurz erkläre, was das denn ist und warum ich es einpacke. Ist vielleicht auch so ein kleines Update zu meinem 2 Jahre alten Video, was benutze ich und warum, weil da hat sich einiges geändert. Aber dann würde ich sagen, legen wir los. Einen wunderschönen, meine Lieben, und willkommen zu Ich packe meinen Koffer. Gleich mal Spoiler vorweg, ich packe immer viel zu viel ein. Aber ich bin Freund der Devise, lieber habe ich es dabei und brauche es nicht, als dass ich es brauche und ich habe es nicht dabei. Etwas, was ich auf jeden Fall brauchen werde, und das möchte ich euch gleich als allererstes zeigen, ist mein Apple MacBook Air. Und zwar das neue mit dem M1-Prozessor. Ich sag's euch, Leute, ich liebe dieses Teil. Dieses Gerät ist, ach Gott, das ist einfach ein Traum. Es ist so klein, es ist so leicht. Der M1-Prozessor ist einfach nur mega. Ich schneide eigentlich mittlerweile fast alle Videos nur noch auf diesem Gerät hier. Und es darf im Urlaub auf gar keinen Fall fehlen. Ich werde es auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde auch im Urlaub, wenn ich mal eine ruhige Minute finde, schon mal anfangen, ein paar Videos zu schneiden. Und vor allem auch Fotos zu bearbeiten, die ich euch dann auf Instagram zeigen werde. Also wenn ihr da Bock drauf habt, mal so zu sehen, was ich im Urlaub denn so fotografiere, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Teil ist definitiv mit dabei. Und wenn das mit dabei ist, dann brauche ich noch was anderes. Und zwar dieses kleine Ding hier. Denn das MacBook Air, so toll wie ich es finde, hat wahnsinnig wenig Anschlüsse. Genau genommen bloß 2. USB-C-Anschlüsse hier an der Seite. Und da gibt es dieses tolle Teil hier von Zmuinping. Das gibt es wahrscheinlich, das gibt es von 10.000 Herstellern. Ist nicht teuer, hat hier auch 2 USB-C-Anschlüsse. Steckt man einfach, zack, hier an der Seite ein. Ein kleines Leuchten bestätigt, dass es verbunden ist. Und hier hat man dann 2 USB-C-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss, Micro-SD-Karte und eine SD-Karte. Mit dem HDMI-Anschluss könnte man zum Beispiel den Fernseher verbinden. Ich werde allerdings auch mein Apple TV mitnehmen. Und deswegen brauche ich das nicht. Dann kann ich Bilder und Videos, die ich vor Ort bearbeitet habe, dann via AirPlay gleich am Fernseher angucken. Finde ich ganz cool. Darf auf gar keinen Fall fehlen. Dieses MacBook hat jetzt 250 GB Speicher. Das ist nicht viel, das ist aber auch kein Problem. Das habe ich schon mit einkalkuliert, weil ich sehr gern mit externen Festplatten arbeite. Also das ist jetzt hier meine private Platte, da sind so Familienfotos drauf, Geburtstage, Urlaube, solche Geschichten halt. Die kommt auch definitiv mit, von der mache ich dann, wenn ich wieder zu Hause bin, auch ein Backup, damit die Daten wirklich gesichert sind und gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn Familienfotos oder so abhanden kommen. Also diese 3 Sachen kommen auf jeden Fall mit und dafür habe ich diese tolle Tasche hier und zwar kommt hier das MacBook, passt perfekt hinein. Und hier vorne haben wir nochmal eine Tasche, da kommt dieser kleine Adapter rein und die SSD-Karte, die externe Festplatte, aber ist eine SSD. Und dann ist das hier alles schön verpackt. Das passt auch super in den Rucksack, also ich habe das auch oft beim Radfahren mit dabei, wenn ich irgendwelche Skripte oder ähnliches schreibe. Ja, finde ich eine coole Sache, kommt auf jeden Fall mit. Wenn das MacBook Air mitkommt, dann darf eine andere Sache für mich persönlich absolut nicht fehlen, weil wenn ich Videos schneide, dann will ich mich hundertprozentig auf die Videos konzentrieren. Ich will den Ton gut hören, ich möchte den Ton gut bearbeiten können, ich möchte die Musik und die Lautstärke zum Ton etc. alles gut abstimmen und ich will meine Ruhe haben und dafür brauche ich Noise Cancelling Kopfhörer und wie sollte es anders sein? Die Apple AirPods Max. Wunderschöne Kopfhörer, extrem guter Klang, extrem guter Sitz, ich kann die sehr lange aufhaben, ich schwitze hier nicht, sie stören mich nicht.
Sie verbinden sich wunderbar mit Apple TV, mit MacBook, mit iPhone, ohne dass man eine Taste drücken muss. Es geht alles automatisch und intelligent. Einfach richtig cool, die Dinger, aber die haben ihren Preis. Aber da reden wir jetzt nicht drüber. Ich wollte generell schon mal ein Video machen zu den Apple AirPods Max. Vielleicht wird das noch folgen. Nichtsdestotrotz, ich habe sie und die kommen definitiv mit in den Urlaub, weil durch dieses Noise Cancelling ist man wirklich abgeschottet von allem. Also man hört keinen Wind, keine Autos, keine Leute rufen, gar nichts. Und dann kann man schön chillig und in Ruhe arbeiten. So, und jetzt kommt ein Weird Flex, Leute, weil ich nehme nicht nur die AirPods Max mit, ich nehme auch AirPods Pro mit. Ja, ich habe beides. Und zwar liegt das daran, dass wenn ich Radfahren gehe zum Beispiel, dann kann ich keine AirPods Max aufsetzen. Das funktioniert ja nicht. Also dafür habe ich die AirPods Pro, auch ein sehr, sehr guter Klang. Auch sehr, sehr gutes Noise Cancelling. Natürlich beides nicht so gut wie bei den Max, ist ja schon bauartbedingt gar nicht möglich, aber mega. Ich liebe diese Teile. Auch wenn ich Videos schneide oder so, dann arbeite ich auch sehr viel mit denen. Aber wenn ich zum Beispiel draußen schneide, es ist sehr heiß. Ich schwitze wenig bei den AirPods Max, aber ich schwitze. Irgendwann wird das hier halt einfach, wenn du mal 3-4 Stunden diese Teile auf hast, wird das unangenehm. Das Problem hast du mit denen hier nicht. Also die kommen auch definitiv mit. Jetzt kommen wir mal zum ersten Teil, das ich mitnehmen werde, wo ich mit 99%iger Sicherheit sagen kann, ich werde es nicht benutzen. Das liegt nicht daran, dass ich es nicht mag, ganz im Gegenteil, ich liebe es, sondern es wird mir verboten. Und zwar handelt es sich um die DJI Mavic Air. Diese Drohne ist so, schaut an, wie klein diese Drohne ist, die passt in meine Hand. 1, 2, 3, und schon kann das Ding losfliegen. Also es ist der Wahnsinn. Ich hatte es in Irland dabei. Ich kann euch ja hier mal ein bisschen was davon zeigen. Das Geniale an dieser Drohne ist, die hat einen Tracking-Modus, von dem sie dir alleine hinterherfliegt und aber auch Hindernissen ausweicht. Man kann auch noch sagen, wenn du hinter mir herfliegst, umkreise mich in der und der Geschwindigkeit, in der und der Entfernung, flieg spiralförmig von mir weg. Lauter so Geschichten. Ist beim Radfahren, du fährst Rad, sie fliegt neben dir her. Man kann Aufnahmen mit diesem Ding erstellen. Es ist einfach nur ein Traum für jeden Foto- und Videografen. Aber die Drohnengesetze haben das alles mittlerweile kaputt gemacht. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass da die Drohnengesetze schuld sind. Da sind auch viele Schwachmaten schuld dran, die einfach Mist gebaut haben mit diesen Dingern, die am Flughafen rumgeflogen sind, die Sachen zerstört haben, private Aufnahmen gemacht haben, in irgendwelche FKK-Strände geflogen sind und weiß der Teufel was nicht alles. Es wurde reagiert und es wurde kaputt reguliert. Also es macht wirklich keinen Spaß mehr. Man braucht jetzt eine Drohnenversicherung. Die habe ich. Man muss seinen Namen, Adresse, Telefonnummer an der Drohne anbringen. Habe ich auch. Man muss die Seriennummer der Drohne draufstehen haben. Auch das habe ich. Das Problem ist, in dem Land, in dem ich Urlaub mache, braucht man eine Aufstiegsgenehmigung. Die muss man vorab anfragen und es dauert sehr lange, bis man die bekommt und wäre auch noch machbar. Das Problem ist, man muss genau angeben, an welchem Tag und an welchem Ort man mit der Drohne fliegt. Das heißt, wenn sich irgendwas ändert, zum Beispiel an dem Tag regnet es und man möchte das Ganze um einen Tag verschieben, dann ist das nicht möglich. Dann darf man nicht fliegen. Also absolut sinnlos gewordene Drohne, leider. Aber ich werde sie dennoch mitnehmen. Man weiß ja nie, vielleicht treffe ich dort einen Polizisten und der sagt, du, kein Stress, flieg schnell eine Runde oder was weiß ich. Ich will es einfach dabei haben und ganz ehrlich, das nimmt ja auch keinen Platz weg. Die liegt im Auto und wenn ich eine Chance kriege, dann nutze ich sie und wenn nicht, dann fahre ich so wieder heim damit. Jetzt kommen wir zu etwas, das werde ich definitiv benutzen und zwar zu meiner Sony A6500. Das hier ist sie nicht, das ist die Sony A6300, das ist meine Webcam, die kennt ihr vielleicht aus meinen Twitch-Livestreams. Die Sony A6500 filmt mich gerade, ich habe jetzt die hier nur genommen, damit ihr seht, wie sie aussieht, weil die sind baugleich, ist 1:1 die gleiche Kamera. Die hat halt 4K, einen integrierten Bildstabilisator, die hat auch 4K, aber weniger FPS. Ist ja egal, die Sony A6500 ist ein bisschen besser, allein weil sie einen umklappbaren Display hat. Also ich sehe mich jetzt auch gerade, das hat die hier nicht, das ist das Weiteste, was geht. Und das bringt mir halt nicht viel, weil ich halt auch ein bisschen vielleicht vloggen werde oder vielleicht drehe ich ja auch ein YouTube-Video, ich weiß es nicht. Es spielt auch gar keine Rolle, diese A6500 ist immer dabei, egal wo ich bin. Und somit kommt sie natürlich auch mit in den Urlaub. Auch mitnehmen werde ich mein Rode Ansteckmikrofon. Das ist das Rode Wireless Go, heißt es, glaube ich. Das benutze ich auch immer für alles, außer wenn ich am PC sitze, weil da habe ich mein Rode Procaster Mikrofon. Da brauche ich das hier nicht. Welches ich aber auch mitnehmen werde, ist das hier. Das ist das Rode, ich weiß es nicht.
Rode VideoMic Go steht drauf. Ist ein Richtmikrofon mit einer Deadcat. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil da, wo ich bin, geht auch ein bisschen Wind. Da ist so eine Deadcat natürlich wunderbar. Und ein Ansteckmikrofon ist ja auch immer nur für eine Person. Das heißt, wenn ich jetzt eine komplette Family irgendwie filmen will oder so, dann ist so ein Richtmikrofon natürlich viel besser geeignet. Ich zeige euch das mal schnell, dass ihr da... Aber ihr kennt das wahrscheinlich eh. Das kommt hier oben drauf, in den Blitzschuh heißt das. Wird hier unten eingesteckt und dann war es das schon. So sieht meine Konstellation dann eigentlich im Normalfall aus, wenn ich irgendwo bin, wenn ich irgendwas filme, wenn ich irgendeine Veranstaltung oder sonst was filme. Das ist jetzt die Deadcat. Die habe ich nicht immer drauf. Ich habe auch noch so einen Schaumstoff, den ich im Normalfall drauf habe. Ich weiß gar nicht, warum jetzt die Deadcat drauf ist. Ist ja egal. Das kommt so auf jeden Fall mit in den Urlaub. Das nächste drum würde ich eigentlich gar nicht mitnehmen, weil ich eben die Sony A6500 mitnehme. Ich nehme sie aber aus einem ganz bestimmten Grund doch mit. Und zwar ist das die Nikon D750. Das ist meine berufliche Hauptkamera. Mit der fotografiere ich alle meine Fotoaufträge. Seien es Hochzeiten, Taufe, Geburtstage, Events, Social Media Shootings, völlig egal, alles was irgendwie mit meinem Job zu tun hat, fotografiere ich mit dieser Kamera. Ist eine Vollformatkamera, macht mega gute Aufnahmen. Die würde ich aber daheim lassen, weil mir die Sony A6500 eigentlich reicht und sie halt ein Drittel wiegt und kleiner ist. Allerdings ist, während ich im Urlaub bin, ein Meteoritenschauer. Ich glaube am 12.8. oder am 13.8., da muss ich nochmal genau nachschauen, da ist ein Meteoritenschauer und da werde ich versuchen, richtig schöne Sternschnuppenaufnahmen zu machen. Wir sind auch ein bisschen fernab vom Schuss, also recht wenig Lichtverschmutzung. Da sollte man richtig coole Nachthimmelaufnahmen hinbekommen. Vielleicht erwische ich die Milchstraße. Von der Jahreszeit her dürfte es super passen. Milchstraße mit Sternschnuppen, es wäre der Hammer. Also das werde ich auf jeden Fall versuchen und dafür nehme ich diese Kamera mit, weil sie einfach einen mega Dynamikumfang hat und ja, ist einfach durchs Vollformat auch einfach gut geeignet für solche Nachthimmelaufnahmen. Also die kommt auf jeden Fall mit. Dadurch die hier mitkommt, nehme ich noch was anderes mit, was ich eigentlich auch zu Hause gelassen hätte und zwar das hier. Das ist das Tamron 70-200 Blende 2.8 Hochzeitsobjektiv. Das hier ist mein absolutes Lieblingsobjektiv. Dieses Objektiv ist so gut. Dieses Objektiv kostet doppelt so viel wie die Kamera, die mich gerade filmt. Aber es ist, das Bouquet ist ein Traum. Die Schärfe ist ein Traum. Der Autofokus ist ein Traum. Dieses Objektiv ist, wie der Name schon sagt, ich benutze es hauptsächlich für Hochzeiten, weil man halt sehr weit vom Brautpaar wegstehen kann. Ich kann zum Beispiel die Ringübergabe, wie ihr den Finger, den Ring aufsteckt, kann ich halt aus 3-4 Metern Entfernung immer noch perfekt fotografieren. Also da ist dieses Objektiv, da braucht man nicht reden, als Hochzeitsfotograf brauchst du ein 70-200er, ob es jetzt das ist, es spielt ja keine Rolle. Es gibt auch von Sigma ein 70-200, das ist super, es gibt von Nikon ein 70-200, das ist super. Ich habe mir für Tamron entschieden und ich habe es bisher nicht bereut. Die würde ich normalerweise daheim lassen, eben weil ich auch die Nikon zu Hause lassen würde. Dadurch, ich die Nikon aber mitnehme, nehme ich das auch mit und ich gucke einfach mal. Keine Ahnung. Ich denke, da kann man auch schön Sehenswürdigkeiten, vielleicht eine Kirche oder einen Leuchtturm, kann man da, glaube ich, schöne Fotos machen. Ist wieder ein typischer Fall von, ich habe es lieber dabei und brauche es nicht. Also, dass ich es brauche und ich habe es nicht dabei. Ich nehme es mit. Wie gesagt, ihr könnt da auf Insta verfolgen, ob ich es benutzen werde. Oder nicht. Das nächste Teil liebe ich, Leute. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr euch für Landschaftsfotografie in irgendeiner Art und Weise interessiert, holt euch so ein Teil. Ja, gerade wenn es irgendwie in Richtung Wasser geht, Meer, Seen, Flüsse, Wasserfälle, da braucht ihr so etwas. Und zwar einen ND-Filter. Ein ND-Filter ist im Prinzip eine Sonnenbrille für eure Kamera. Ja, wenn ihr irgendwo seid, wo so richtig hell die Sonne scheint. Bei meiner Sony zum Beispiel ist die maximale Verschlusszeit 4000, also ein 4000stel Sekunde. Wenn da richtig die Sonne runterbrennt, reicht das nicht. Und dafür setzt man der Kamera dann eine Sonnenbrille auf. Das wird einfach hier vorne draufgeschraubt und das war's schon. Jetzt hat die Kamera eine Sonnenbrille auf. Aber nicht nur, wenn es zu hell ist, sondern wenn man Langzeitbelichtungen machen möchte. Ihr kennt es bestimmt, wenn ein Wasserfall nicht einfach so... Ja, Klick mit dem Handy, sondern wenn es so wie so Schlieren, wie so ein Schleier herunterläuft. Das ist eine Langzeitbelichtung. Und stellenweise geht so eine Langzeitbelichtung, gerade wenn man Gewässer fotografieren möchte, das Meer fotografieren möchte, muss sehr, sehr lange gehen. Ja? 20 Sekunden, 30 Sekunden, bis hin zu ein paar Minuten.
Und dann ist das Bild natürlich überbelichtet und dafür gibt es ND-Filter. Das ist jetzt ein variabler ND-Filter. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wenn man den dreht, doch, sieht man, oder? Wenn man den dreht, wird es heller oder halt eben dunkler. Das ist ein variabler ND-Filter. Ich arbeite sehr gern mit variablen ND-Filtern. Viele Leute sagen, variable ND-Filter sind scheiße. Keine Ahnung. Ich habe kein Problem damit bis jetzt gehabt. Es gibt aber auch ND-Filter, das sind so richtige Scheiben. Da hat man so eine Konstruktion vorne dran, wo man die einzelnen Scheiben dann reinschiebt. Dann gibt es einen ND-Filter 4, ND-Filter 8. Die kann man auch kombinieren und so weiter und so fort. Ich habe halt jetzt einen variablen, der geht von ND2 bis ND400. Aber es gibt auch ND-Filter, die bis 1000 gehen zum Beispiel. Muss auf jeden Fall mit. Ich werde auch am Wasser sein und ich werde auch Fotos damit machen. Auch etwas ganz Wichtiges, wenn man eben Langzeitbelichtungen machen möchte oder den Nachthimmel, ja, der Nachthimmel ist auch eine Langzeitbelichtung. Wenn man das machen möchte, braucht man noch etwas und zwar ein Stativ. Im besten Fall ein sehr gutes, stabiles Stativ. Das hier ist meins. Und ich stelle gerade fest, dass ich das gar nicht mitnehmen werde. Das ist nämlich das Falsche. Ich habe das gleiche nochmal, das kann man nochmal zusammenklappen. Dann ist es noch kleiner. Das ist ungefähr so groß dann. Das ist jetzt das etwas größere. Und das, was mich gerade filmt, ist das allergrößte Stativ, was ich habe. Ist auch egal. Es ist ziemlich baugleich. Hat einen sehr stabilen Stand. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel am Wasser ist oder so, oder Steine, Felsen etc., dann kann man es halt einfach noch so zum Beispiel aufstellen. Ne? Also da hat man ganz viele Möglichkeiten. Das kann man sehr stabil überall platzieren und ist für Langzeitbelichtungen ein absolutes Muss. Also Stativ kommt auf jeden Fall mit. Wie gesagt, das hier nicht. Ich habe noch ein kleineres, das werde ich mitnehmen. Ich nehme aber nicht nur das Stativ mit, ich habe nämlich noch ein Stativ und zwar dieses hier. Die kennt ihr bestimmt, oder? Die sind nicht teuer, die kann man hier so biegen, wie man gerade lustig ist und kann die halt dann zum Beispiel um den Ast rumwickeln. Ja. Ist aber nicht für Spiegelreflexkameras geeignet, sondern eben fürs Handy oder für eine GoPro. Ja, ihr seht, das kann man überall rumwickeln, wo man will, wenn man gerade einen Ast oder so in der Nähe hat. Das ist immer in meinem Fahrradrucksack drin. Falls ich irgendwie eine Insta-Story machen möchte oder so, dann benutze ich dieses Teil hier. Das kommt auf jeden Fall mit in den Urlaub. Weil wir gerade beim GoPro sind, kurze Zwischeninfo, und zwar habe ich mir ein E-Bike gegönnt und ich fahre so viel mit diesem E-Bike und ich nehme das E-Bike auch mit in den Urlaub und es ist einfach toll, ich liebe dieses E-Bike, also gerade wenn man auf Fototour geht, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wie gesagt, ich werde es mitnehmen in den Urlaub und da auch benutzen, um halt so kleine Fototouren zu machen und da nehme ich dieses Teil hier mit, also der Gurt ist jetzt mal egal. Das ist so ein Brustgurt, da kann man die Kamera hier vorne festmachen. Habe ich jetzt mal die Tage benutzt, nur so zum Test. Mitnehmen werde ich natürlich ich nehme auch den Gurt mit, aber es geht jetzt um die GoPro. Das ist die GoPro Black 7. Ich glaube, die neueste ist die 9, Hero 9. Ich weiß es nicht genau, ist mir mittlerweile egal, weil sich da nicht viel tut. Das ist jetzt, die hat Superview, die hat 4K, die hat alles, was ich brauche. Also habe mich jetzt mit der 8er und der 9er gar nicht auseinandergesetzt. Ich liebe die Kamera, ist wasserdicht, man kann unter Wasseraufnahmen machen, auch das werde ich machen. Ich habe diesen Brustgurt, ich habe da ganz viele Sachen, so ein Saugnapf fürs Auto, dann natürlich hier Stative, wo du sie einhängen kannst, zig Sachen. Ich habe eine Halterung am Helm, ich habe eine Halterung am Fahrrad, lauter so Geschichten. Also eine GoPro, die darf bei mir nicht fehlen, die kommt definitiv mit. Und was ist besser als eine GoPro? Also für meinen Geschmack die Insta360 One Air. Ich liebe diese Kamera. Das ist eine modulare Kamera. Ich zeige euch das mal schnell. Das ist jetzt das 360-Grad-Modul, sprich jetzt gerade ist sie eine 360-Grad-Kamera. Aber du schiebst hier den Regler rüber, nimmst den Akku ab, das ist wirklich nur der Akku, dann sieht das Ganze so aus und dann, zack, hat man hier das 360-Grad-Modul und hier den Display. Das Coole ist jetzt, man kann das 360-Grad-Modell wegpacken und das hier nehmen. Das ist eine super Weitwinkel, einfach im Prinzip eine GoPro und die steckt man dann hier ran. Fertig. Akku wieder unten dran und schon hat man eine Actioncam. Es ist genial und ich finde die Bildqualität tatsächlich sogar ein bisschen besser als von der GoPro. 360 Grad filmt sie sogar in 5,7K, wobei man das natürlich
aufs ganze Bild rechnen musst. Also ich glaube, runtergerechnet ist es dann halt eben auch weniger als 4K. Spielt aber auch gar keine Rolle. Die Kamera hat eine mega gute Qualität. Ich blende euch gleich mal ein bisschen was ein, was ich aber noch zeigen wollte. Man kann jetzt zum Beispiel auch hergehen. Also hier ist jetzt die Linse, hier hinten ist der Display. Das umdrehen, den Display so rum festmachen. Und jetzt hat man die perfekte Kamera zum Vloggen. Ja, ich habe jetzt hier die Linse und hier den Display. Einfach den Akku wieder dran. Und jetzt kann ich hier so Vlogs drehen. Es ist genial. Das Teil ist der Hammer. Ich benutze sie aber fast ausschließlich als 360-Grad-Kamera. Während ich hier rede, zeige ich euch mal ein bisschen was. Weil nämlich das Interessante ist, wenn man den Selfie-Stick unten hin macht und man macht den perfekt gerade ran. Man macht den jetzt so ran. Und die Kamera sitzt jetzt genau gerade über dem Selfie-Stick. Dann rechnet die Kamera den Selfie-Stick weg. Und so sieht es aus, als hätte man gar nichts in der Hand. Das ist der Hammer, Leute, das ist so genial. Du hältst die einfach so von dir weg und der Stick ist weg. Also das wäre jetzt wirklich, als würde hier eine Drohne rumfliegen und würde mich filmen. Ich hatte das Teil auch im Europapark dabei oder beim Fahrradfahren. Es ist einfach mega. Also ich kann gar nicht genug davon schwärmen. Ich liebe diese Kamera. Sie ist so cool. So, wir nähern uns dem Ende. Eine Sache, die ich auch immer mitnehmen werde, ist auf jeden Fall ein Kindle. Man sieht schon, leer gelesen, das werden wir erstmal wieder aufladen müssen, aber Kindle ist auf jeden Fall dabei. Das kommt mit und weil wir es vorhin am Anfang schon hatten, wir hatten früher keine Switch, heute haben wir eine. Ich habe eine Switch und ich werde sie auch mitnehmen, aber auch wieder ein Teil, das ich wahrscheinlich nicht benutzen werde. Es ist im Urlaub, dass ich zocke, ist fast, nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe sie gern dabei. Vielleicht ist ja doch mal irgendwie ein Regentag oder so. Man weiß nichts mit sich anzufangen. Dann habe ich die dabei. Lieber dabei haben und nicht brauchen. Ihr wisst Bescheid. Das nächste Teil, was ich mitnehmen werde, ist das hier. Das ist die Marshall Bluetooth Lautsprecher. Das Ding macht einen Rabatz, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Akku hält ewig. Wir haben einen Anschluss fürs iPhone oder Bluetooth. Wir haben eine Leistung, das ist einfach grenzwertig. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wie viel Leistung das die hat. Vielleicht steht es hier irgendwo. Ich finde es nicht. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, weil es mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert hat. Ich stand in einem führenden Elektrofachhandel und habe einfach ausprobiert und das Ding hat einfach den Laden zerlegt. Also das für so eine verhältnismäßig kleine Box einfach nur mega. Und falls wir doch mal ein bisschen in Partystimmung kommen, haben wir ordentlich Mucke dabei. Also das Teil kommt auf jeden Fall mit. Jetzt kommen wir zu einem anderen Teil, das ich auch mit 90%iger Wahrscheinlichkeit nicht benutzen werde. Das benutze ich eigentlich nie. Ich habe das gekauft und ich kann mich an keine drei Male erinnern, dass ich es benutzt habe. Von dem her habe ich auch schon überlegt, dass ich das, wenn ich jetzt es in diesem Urlaub wieder nicht benutze, beim Zurückkommen verkaufen werde. Und zwar handelt es sich um ein Gimbal. Für die, die nicht wissen, was ein Gimbal ist, das ist so ein kleiner Handheld, wo man sein Handy reinklemmen kann und dann kann man den Arm bewegen, wie man will. Das Handy bleibt immer gerade. Dieses Ding hier ist aber nochmal eine andere Hausnummer. Und zwar ist es ein Gimbal, aber für DSLR-Kameras. Das Ding ist schwer wie Hölle. Es hat drei 18650er Akkus zum Aufladen. Es ist wahnsinnig schwer einzustellen. Das ist nicht so wie beim Handy, dass man das Handy einfach reinklemmt und dann ist die Sache erledigt. Nein, man muss es selber ausjustieren und das jedes Mal, wenn man die Kamera festmacht. Man macht die Kamera auch nicht an dem Teil selber fest, sondern man hat eben eine Schiene dabei. Die zeige ich euch gleich. Man hat diese Schiene hier dabei und diese Schiene macht man dann unten an die Kamera. Und diese Schiene muss schon mal an der richtigen Stelle hängen. Und dann kann man diese Schiene hier einfahren. Und dann muss man das Ganze von selbst ausjustieren. Das ist nicht einfach. Also wir sehen schon, wir kippen jetzt quasi nach links. Das heißt, wir müssen den hier ein bisschen rüber, bis er sich von alleine halten kann. Die Kamera kippt nach vorne. Das heißt, wir schwenken sie ein bisschen nach hinten. So, das passt. Also jetzt ist immer noch nicht perfekt, aber das reicht. Also jetzt kann man sie quasi einschalten. Dauert einen Moment. Dauert einen sehr langen Moment. So. Genau, so sieht das jetzt aus. Und jetzt kann man quasi richtig coole Aufnahmen damit erstellen, die halt einfach verwackelungsfrei sind.
Aber dieses Tamtam, diese Kamera da jedes Mal einzufädeln, jetzt kann ich nichts mehr so wirklich an der Kamera bedienen, weil dieses Gestell hier drumherum ist. Ich komme nirgendwo hin. Und wenn ich die jetzt runternehme, weil der Akku zum Beispiel leer ist, muss ich die wieder neu justieren. Hinzu kommt das Gewicht. Also wenn man jetzt den Arm hier unten dran hat, dann kann man das vielleicht so noch halten. Aber nur die Kamera halten ist wahnsinnig schwierig. Ja, hier kann man sie so ein bisschen bewegen. Es ist wirklich ein cooles Teil. Ich wollte es unbedingt haben, aber ich benutze es einfach zu selten. Es nimmt sehr viel Platz weg. Es ist sehr schwer. Ja, schade drum. Ich nehme sie jetzt mal mit. Vielleicht werde ich sie diesmal benutzen. Wenn wieder nicht, dann werde ich das Teil hier mal zeitnah verkaufen. Die Sony A6500 hat einen integrierten Bildstabilisator. Das macht dieses Teil hier auch wieder ein bisschen uninteressanter, weil ich mittlerweile, ihr seht das vielleicht auch gerade, ich kann mittlerweile eine Kamera generell halt sehr gut stillhalten. Ja, da brauche ich eigentlich, wenn ich einen Bildstabilisator habe und generell ja eine ruhige Hand als Fotograf, dann brauche ich das Ding hier nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme es mit und werde dann sehen, ob ich es benutze. Und wenn ich es diesmal wieder nicht benutze, schaue ich mal, was man dafür noch bekommt. So, dann zu den drei letzten Parts. Einmal Powerbank, ganz viele Powerbanks. Auch eher uninteressant. Dann nehme ich das hier mit. Das ist mein, ich sage immer Pistolengurt. Ich weiß gar nicht, wie die Teile wirklich heißen. Ich sage halt Pistolengurt, weil das, die hängen hier dann so links und rechts und hier hat man dann zwei Kameras hängen. Finde ich total cool bei Hochzeiten. Da habe ich hier das Hochzeitsobjektiv drauf und hier eine Porträtlinse und dann kann ich zack, 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 zack immer schön wechseln. Habe ich auch im Urlaub dabei, weil da ist es ähnlich. Da habe ich auch oft ein Weitwinkelobjektiv und eine Porträtlinse dabei. Dann kann ich da einfach schön wechseln. Deswegen kommt der Gurt auch auf jeden Fall mit. Und die letzte Sache werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Ist die liebe Alexa. Ich habe gedacht, ja, ihr wisst es ja, ich mache ja TikTok-Videos mit Alexa. Ich habe gedacht, wenn mich die Muse packen sollte im Urlaub, ich irgendeine tolle Idee habe, habe ich sie dabei zum Drehen. Sie braucht keinen Platz, nehmen wir sie einfach mal mit. Das war's aber soweit, Leute. Das war alles, was ich so mitnehmen werde. Es sieht jetzt gar nicht so viel aus. Ihr dürft aber auch nicht vergessen, die ganzen Dinge hier wollen mit Speicherkarten versorgt werden und vor allem wollen sie geladen werden. GoPro, Insta360, Nikon, Sony, das Gimbal, die Drohne, alle haben sie verschiedene Akkus, die verschieden aufgeladen werden. Das sind Ladegeräte ohne Ende. Ich habe auch nicht nur einen Akku. Für GoPro habe ich die hier, davon habe ich 6 Stück und auch 2 Ladegeräte, wo ich jeweils 3 Stück laden kann. Das sind die Sony-Akkus, dafür habe ich auch 2 Ladegeräte, wo ich jeweils 2 Akkus laden kann. Ich habe was für die 18650er Akkus. Selten habe ich im Urlaub genug Steckdosen, deswegen nehme ich auch noch eine Steckleiste mit, um da wirklich alles mit Strom versorgen zu können. Ihr seht, Leute, ich habe mir einiges vorgenommen, aber so ist es, wenn ich reise. Wie gesagt, ich 1-2 Tage am Pool liegen, gut und gerne, habe ich Bock drauf, aber nur, kann ich nicht. Ich werde mein E-Bike packen, ich werde richtig schöne Aufnahmen machen, ich werde richtig schöne Bilder machen. Ich möchte auch 2 Bilder für unser Wohnzimmer machen, da habe ich schon Pläne. Also, wenn ihr Bock habt, das zu sehen, dann könnt ihr gerne, wie gesagt, auf Insta vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob ich hier auch noch was zeigen werde. Ja, das war jetzt nicht nur, ich packe meinen Koffer, sondern es war auch so ein bisschen ein kleines Update zu, was benutze ich und warum. Da hat sich ja doch ein bisschen was geändert. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich bin Fotograf. Vieles davon nutze ich beruflich. Ich bin mir absolut im Klaren darüber, dass der Otto-Normalverbraucher sich so ein Zeug für sein Hobby nicht holt. Also, falls ihr Bock hättet, dass ich mal ein Video mache, was es für diese Sachen für günstige Alternativen gibt oder was man davon wirklich braucht und was nicht, dann könnt ihr mir das unten in die Kommentare schreiben. Dann machen wir mal so ein kleines Video. Was könnte ich zum Beispiel statt dem Objektiv für ein Objektiv nehmen? Was für Auswirkungen hätte das? Und wie kann ich trotzdem schöne Fotos machen? Oder brauche ich wirklich diese 360-Grad-Kamera? Ist das die beste Drohne für ihr Geld? Spoiler, ja. Ich wüsste da jetzt echt keine bessere. Ja, blödes Beispiel. Noise Cancelling Kopfhörer. Gibt es ganz viele verschiedene. Müssen ja nicht die Apple AirPods Max sein. Die sind schweineteuer. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt für alles eine günstige Alternative. Wenn ihr Bock habt und wirklich Interesse, dass ich euch da mal ein paar Sachen zeige und ein paar Sachen erkläre, dann schreibt mir das auch bitte unten in die Kommentare. Ist vielleicht auch so eine Alternative zu meinem Video, welche Kamera soll ich mir kaufen? So, jetzt will ich euch nicht länger aufhalten und nicht länger nerven. Das war's, Leute. Jetzt bin ich dann erstmal im Urlaub. Und wir sehen uns zum nächsten Loot Chest Opening.
Beziehungsweise, wie gesagt, könnt ihr gerne auf Insta vorbeischauen. Da halte ich euch immer auf dem Laufenden. Falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr... Ihr wisst schon. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich danke euch allen für euren Mega-Support. Bis zum nächsten Mal.